Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Schönen guten Abend und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Build. Diesmal kümmern wir uns um die beiden neuen Sets von Mickey und Minnie Maus. Wir werden dieses Mal erstmal nur mit Mickey Maus starten und in einem weiteren Video werde ich euch dann seine weibliche Begleitung präsentieren. Wie gehabt, erst immer einmal der Karton von allen Seiten und dann geht es direkt an den Aufbau. Zack, Mickey Maus Illustration auf der Rückseite beide nochmal abgebildet. Hier unspektakulär oben drauf, einmal Mickeys Knöpfe an der Hose in Originalgröße und die Unterseite auch wenig spektakulär. Mickey Maus wird dieses Jahr 2018 90 Jahre und dieses sehr, sehr coole Set wurde von niemand anderem entworfen als Markus Besser. Ist einer der führenden Brickhead-Designer aus den USA. Der hat schon zahlreiche coole Sets designt, unter anderem auch zum Beispiel das New York Comic Con Set von Han Solo in Carbonit und Boba Fett. Und ja, ist eines meiner Lieblingssets. Und dieses hier werden wir uns jetzt auch mal angucken. So, das haben wir. Es ist auch hier alles schön im Bild. Hier noch einmal kurz durchknicken auf die andere Seite. Und dann legen wir doch mal sofort mit Mickeys Hose los. Auf dieses Set habe ich mich eigentlich besonders gefreut, seitdem es announced worden ist, weil es einfach ein sehr schönes Set ist und auch die Figuren sehr gut eingefangen worden sind, finde ich. Das sieht echt sehr, sehr gut aus. So, jetzt sehe ich gerade hier Technikelemente. Wo ist denn der Akku? Hat sich versteckt. So, das haben wir. Okay. Links und rechts hier einen kleinen roten. Ich bin auch gespannt, ob in der Zukunft noch weitere Sets oder klassische Sets von Disney kommen werden. Jetzt kommt ja demnächst bald ein neuer Film mit über Winnie Pooh in die Kinos. Also eigentlich eher heißt der Film ja Christopher Robin und die Figuren treten, glaube ich, mehr so am Rande auf. Und ich bin mal gespannt, ob in dem Zuge irgendwas noch erscheinen wird. Und natürlich werden so Brickheads über Winnie Pooh, Goofy, Pluto, sind natürlich dann auch überfällig und auf jeden Fall noch etwas, was sinnig wäre und wahrscheinlich auch ordentlich Abnehmer finden würde. Mich persönlich würde es freuen. Und wir bleiben einfach mal, sind einfach mal weiterhin gespannt, ob das so geschehen wird oder nicht. Aber ich hoffe es allerdings. So, jetzt aber erstmal weiter zu Mickey. Diese Sets waren ja schon, ich glaube irgendwie Anfang, Mitte August gab es diese Sets schon in einem, ich glaube im Discovery Center in Berlin zu kaufen. Was es damit auf sich hatte, wusste ich jetzt auch nicht genau, weil normalerweise ist es ja von Lego mal sehr verpönt, da irgendwas vorzeitig rauszuhauen und die mögen das nicht und sind da strikt gegen und so, aber das wurde wohl geduldet, weil die da auch dann weiterhin im Store standen. Da ich aber leider nicht aus der Nähe von Berlin komme und der nächste Lego Store hier in meiner Nähe anderthalb Stunden Fahrt entfernt ist, habe ich mich nicht dazu hinreißen können, einfach mal so einen Kurztrip nach Berlin zu machen, um für 20 Euro Brickhead zu kaufen. Macht natürlich keinen Sinn. Dementsprechend bin ich jetzt hier ein bisschen hinten dran mit diesen
Let's Build, not a Review, aber das ist dann halt so. Das ist ein Hobby von mir und wenn ich mal mit einer der ersten bin, der ein Video raushauen kann, dann ist es schön. Aber das ist jetzt für mich nicht die Prämisse hier. Da reicht es mir auch völlig, dass ich die Sets jetzt hier habe und euch die jetzt im Nachhinein präsentieren kann, obwohl die ganzen anderen Kollegen schon schneller waren. So, die nächsten Sets, die jetzt, oder das nächste Set, was jetzt, glaube ich, erscheinen wird, wäre dann die Hexe, also das Seasonal Set, das Saisonset mit der Halloween oder ja, mit der Halloween-Hexe. Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt zum 1.9., also jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, ist noch der 31.8., aber es ist kurz vor Mitternacht. Das heißt, wenn ich mit diesen letzten Builds durch bin, werde ich mal direkt in den Online-Shop gucken, ob da nicht schon die Hexe gelistet ist. Und dann würde ich auch schon direkt zuschlagen und die bestellen. Aber wie gesagt, das mache ich gleich im Anschluss hier an das Video. Und dann gucken wir mal, ob da in den nächsten Tagen dann direkt was nachgeschoben wird. So, das haben wir soweit. Jetzt wird das Gehirn transplantiert. Transplantatiert. Das wäre ein schönes Wort geworden. Auch gut, dass ich es jetzt nochmal wiederholt habe, obwohl ich den Fehler gar nicht begangen habe. Nee. Fail. Aber okay, verstehe ich drüber. Ist nicht der Erste, wird dann nicht der Letzte bleiben, also. Was soll's? Okay. Der Aufbau vom Kopf ist schon mal grundlegend anders als bei anderen Sets. Aber die anderen Sets waren ja auch keine Mäuse, ne? So. Aber ich finde, da hat Markus besser wieder gute Arbeit geleistet und auf jeden Fall ein Set entworfen, was sehr sehenswert ist. Ich habe es noch gar nicht ganz aufgebaut, aber das ist einfach schon, es begeistert mich direkt. So, darunter kommt dann noch ein Steinchen hier. Kommt wahrscheinlich direkt die Nase drauf. Noch mit diesen ganzen kleinen Rundungen hier oben. Ist echt gut eingefangen, diese Partie von Mickey Mouse. Das ist echt verblüffend nah am Original. Abgesehen davon, obwohl Mickey Mouse hat ja auch einen recht großen, ich nenne es mal Bumskopf, also einen großen Kopf. Und deswegen ist es auch von den Proportionen her eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Also da gibt es auf jeden Fall andere Figuren, für die von den Proportionen her weniger passend sind. Ich sag da nur Hulk oder so, ne? Ein Auge haben wir. Das haben wir auch, sehr schön. Dann kommen jetzt schon die Wangen oder die Bäckchen. Bausbäckchen. Auch das hier ist echt gut eingefangen. Sehr, sehr schön gearbeitet oder designt. Okay, das haben wir, das haben wir. Rückseite. Die Aussparungen auf der Oberseite sind dann höchstwahrscheinlich für die Ohren, die jetzt gerne noch kommen. Ich wundere es nur, dass die Ohren noch nicht, bis jetzt noch nicht verbaut worden sind.
Die Buchse hatten wir drunter schon mal. Zack. So. Jetzt kriegt er ein paar extra Schuhchen. Gab es bisher auch noch nicht. Schuh Nummer 1. Und Schuh Nummer 2. Sieht echt schon sehr knuffig aus, der Kleine. Und auch das mit dem Kleid von Minnie Mouse ist auch sehr, sehr cool. Und es gibt sogar einmal ein Ersatzschwänzchen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil es ja schon ein recht großes Teil ist. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es das nochmal als Dreingabe gibt. Okay. So. Okay, die Teller werden nur eingehängt. Da dachte ich jetzt auch, das wäre spektakulär. Weiß es gar nicht. Wenig Aufwand, aber viel erreicht damit. So. Achso, es gibt. Okay. Ich habe jetzt gerade diesen langen schwarzen gesucht mit den zwei Noppen drauf, aber den gibt es ja hier nicht. So. Jetzt habe ich zwischendurch hier noch zweimal die Wangenteile vergessen. Aber direkt aufgefallen. Was heißt direkt? Zum Schluss. Weil wieder zu viel über war. Okay, Kleinteile, nichts Berauschendes bei. Nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Aber das hier finde ich schon recht cool, dass das nochmal explizit mit dabei gegeben worden ist. Ein zweiter Schwanz. Und somit haben wir Mickey Mouse auch schon fertig. Na. So, sieht ein Schuh aus, ne, oder? Wie auch immer. Wahrscheinlich eher einfach nach hinten. So. Ja, wie auch immer. Ist ja nicht so relevant. Hier hinten sieht man nochmal Anna und Elsa. Ein Hinweis auf die Lego Live App mit der Bitte. Guckt euch das doch mal an, postet mal ein paar Bilder. Das ist sowas wie Facebook, Instagram, Mischung, nur direkt von Lego. Anleitung zur Seite, Kleinteile zur Seite. Und dann gucken wir uns die fertige Figur noch einmal an. Hier haben wir einmal Mickey Mouse von vorne. Die seitliche Partie, wo hier die Rundung von den Wangen sehr schön rumgeht. Mit seinen weißen Handschuhen. Die Ohren sind leicht verstellbar, nach vorne, nach hinten. Hinten einmal natürlich der Schwanz, der aus einer Peitsche besteht. Rückseite, glatter Kopf oben, kleine Wölbung. Wie gesagt, die Ohren kann man anlegen oder nach hinten verstellen. Und das war's soweit auch schon. Hier noch einmal der bedruckte Stein mit den zwei Knöpfen seiner Hose. Ansonsten keine Steine dabei, die irgendwie außergewöhnlich wären. So. Ich werde jetzt den Schwanz mal demontieren, damit ich ihn hinlegen kann. Ich muss sagen, da hat Markus auf jeden Fall einen sehr guten Job geleistet. Und das Set überzeugt mich vom Design auf jeden Fall sehr. Und ich meine, jeder kennt Mickey Mouse, jeder mag Mickey Mouse. Und ich finde ihn sehr gut getroffen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und da hat er ganze Arbeit geleistet. Und ich freue mich, dass ich diesen Brickhead mit in meine Sammlung aufnehmen kann. Und das nächste Video wird sein, wie schon wahrscheinlich vermutet, direkt vom Minnie Mouse, seiner besseren Hälfte. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, wie auch immer. Schaut gerne auf Instagram, Facebook oder auch direkt bei meinem Blog vorbei. Dort können wir uns ein bisschen austauschen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ciao. Hier kann dein Traum wahr sein.